Da draußen ist der einsame Wanderer. Was sehen meine trüben Augen da wieder? War es ein Terroranschlag? Der Messerstecher rief Allahu Akbar. Schon wieder. Wir sind jetzt in einer Serie von Terroranschlägen plus die, die verschwiegen werden. Das ist der Wahnsinn. Irgendwie hat eine Lawine losgetreten. Irgendwas ist passiert, dass wir jetzt wie unter Dauerattacke sind. Was genau ist der Auslöser? Frage ich mich schon. Könnt ihr mal reinschreiben, was ihr denkt. Gut. Potsdam. Am Freitagabend stürmte ein Mann 40 mit einem Messer bewaffnet in die Tankstelle am Rasthof Stolperheide an der A111. Dort soll er versucht haben, möglichst viele Menschen zu verletzen. Einem polnischen Lkw-Fahrer 57 rammte er die Klinge mehrfach in den Körper. Lebensgefahr. Bei dem Täter handelt es sich nach Bildinformationen um einen wegen Gewaltdelikten polizeibekannten Deutschen 40 mit syrischem Migrationshintergrund. Ja, das sind die Deutschen, ne? Deutsch ist er auf jeden Fall, ne? Nicht etwa Syrer, der nicht integriert ist. Nee, nee, ist ja ein Deutscher. Wer würde das bezweifeln, ne? Würde ich mich ja mit Nancy anlegen. Würde ich ja nie tun, ne? Ist ja klar. Würde ich ja. Naja, ihr kennt das ja. Das ist genauso ein Deutscher, wie ich das vermute, ehrlich gesagt, bei der Gruppenvergewaltigung in Herford, wo es angeblich vier Deutsche waren. Ja? Zwei Syrer und vier Deutsche. Ja, ich würde einfach mal sagen, wie sind die Vornamen der vier Deutschen? Ich frage für einen Freund. Gut, zurück zu dem hier. Also, ein Deutscher, 40 mit syrischem Migrationshintergrund. Polizisten konnten den 40-Jährigen, der Kontakt in Rockerkreise hat, festnehmen, U-Haft. Mehr als 3 Stunden war der A111 gesperrt. Behörden verschweigen Allahu Akbar-Rufe. Nein, doch. Oh. Zur Tatzeit befanden sich 5 Mitglieder der Jungen Union, Mecklenburg-Vorpommern, darunter auch ein Polizist, auf dem Rastplatz und in der Tankstelle. Der Täter soll ihren Angaben zufolge Allahu Akbar, Gottes groß, gerufen haben, als sie über den Platz rannte. Das teilten sie auch im Internet. Und wie immer wird die Lüge gewälzt, dass es heißt, Gott ist groß. Es heißt nicht, Gott ist groß. Es heißt, Gott ist größer und zwar größer als deiner. Das heißt, es ist ein Schwanzvergleich. Und der fällt immer zu Ungunsten, sage ich mal, der einheimischen Bevölkerung aus. Und das sagt was über Gefälle, ja, über Gefühltes und über Dominanzgebaren aus. Größer, nicht groß. Gut. Die Staatsanwaltschaft übernahm schnell die Pressehoheit von der Polizei. Die Auskünfte in ihrer Pressemitteilung aber waren dünn. Der Täter sei Deutscher, hieß es. Mehr könnte man nicht sagen. Doch hätte man sagen können, wenn man wollte. Man kann es vielleicht nicht, weil man nicht darf. Das mag sein. Aber theoretisch können hätte man. Ja. Es wird natürlich wieder verschwiegen und gedeckelt. A, weil man es sowieso immer macht, um Multikulti nicht zu beschmutzen. Und zum anderen, wir hätten da ja auch noch eine Wahl demnächst. Ne? Und ja, geht natürlich nicht, dass die AfD Stimmen bekommt. Da kann man ruhig schon mal ein paar Leute aus Deutschland opfern führen. Ne? Das ist es dann schon wert für eine bessere Wahl, dass da ein paar verrecken, das geht schon in Ordnung. Na? Denn das ist immer der Punkt. Es ist nur die Angst vor Wahlverlust, vor Schmutz, der hochkommt, vor Wahrheit. Es ist nie die Angst darum, wie es den eigenen Leuten im Land geht. Die sind scheißegal. Denn wenn sie nicht scheißegal wären, dann hätten wir schon lange geschlossene Grenzen, dann hätten wir eine offene Politik, dann hätten wir keine gleichgeschaltete Presse, keinen Migrationspakt, etc. etc. Wir sind scheißegal. Im Gegenteil, sogar, wir sollen weg. Mein lustiges Leben als Weißbrot soll weg. Na, ich erinnere da an den Typ von Mission Lifeline. Da bestanden Hinweise auf die Allahu Akbar-Rufe bereits im ersten internen Lagebericht der Polizei. Ja, man hat es wieder mit Absicht verschwiegen. Ganz klar. Hinzu kamen die Angaben der Nachwuchspolitiker. Ja, das konnte man nicht glauben. Das sind ja so rechte Nazi-Typen quasi, ne? Die können das sonst was jetzt hier. Den kann man nicht glauben, ne? Ach ja, gut, war ein Polizist noch dabei. Ne? Diese beschwerten sich am Dienstag im Internet. Wir bedauern, dass es in der Berichterstattung der Bezug des Täters zum Islam keine Erwähnung fand. Staatsanwaltschaft reagierte erst 5 Tage später. Nachfragen im Polizeipräsidium. Die Pressemitteilung folgte inhaltlich den Vorgaben der Staatsanwaltschaft. Mehr Informationen waren demnach durch die Polizei nicht bekannt zu geben. Ja, sollte nicht, genau. Am Mittwoch dann plötzlich ein Sinneswandel bei der Staatsanwaltschaft. Ja, was sollen sie auch machen? Sie haben ja keine Wahl. Solange man immer noch nicht Telegram abschalten kann, etc. und nicht alle auf Linie gebracht hat,
kommt es halt irgendwann raus. Deshalb ist man auch sehr emsig erpicht darauf, Telegram abzuschalten. Aber erst auf erneute Nachfrage. Vor dem Hintergrund des von zwei der vernommenen Zeugen angeblich wahrgenommenen und durch den mutmaßlichen Täter gemachten Ausrufs Allahu Akbar ist auch die Frage eines islamistischen Hintergrundes der Tat ebenso wie weitere Umstände zur möglichen Tatmotivation Gegenstand der weiteren Ermittlung, heißt es. Mutmaßlich, angeblich wahrgenommen. Also quasi, die lügen doch, die Schweine. Ne? So durch, das ist so die rechten Säcke, die Nazis, ne? Die erzählen doch eigentlich hier. Nichts kannst du denen glauben, ja? Das ist so ein bisschen die Aussage, glaube ich, die da zwischen den Zeilen ist. Behörden gehen nicht von einer Terrortat aus. Nee, tun sie nie. Ja, tun sie nie. Da ist ja auch Stürzenberger nur ein Vorfall. Und da ist er gestolpert und so, ne? Die gehen ja nie von einer Terrortat aus. Grundsätzlich nicht. Ne? Wäre politikschädlich, ist klar. Nach Informationen sehen die Sicherheitsbehörden zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis auf eine islamistische motivierte Tat. Da der 40-Jährige unter Einfluss von Drogen gestanden habe, ja, und keine Verbindung zum IS bekannt sein. Auch sei nach der Tat kein Bekennerschreiben oder Video aufgetaucht. Warum aber zunächst wichtige Details zum mutmaßlichen Täter und Tatablauf weggelassen werden, erschließt sich uns nicht, heißt es aus Sicherheitskreisen. Doch, für mich schon. Natürlich. Es ist kein Terror. Wenn du vorher Drogen nimmst, ist es kein Terror. Also dann kann ich dann auch wen umbringen, Heil Hitler rufen und wenn ich vorher Drogen genommen habe, ist es nicht rechtsradikal? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ich frag mal, ich weiß, ich bin ein bisschen aggressiv heute, ne? Aber mir geht's halt auf den Keks, der Scheiß. Es kann ja alles nicht mehr sein hier. Und das ist eine derartige Verblödung der Bevölkerung. Das ist unfassbar. Also mit was für ein Bullshit die hier argumentieren. Der hatte Drogen und der hat kein Bekennerschreiben gehabt. Na und? Wenn er ein Radikaler ist, ein Islamist, kann auch so Leute abstechen. Er muss nicht zwingend ein Bekennerschreiben machen. Ist trotzdem Terror. Und ist auch scheißegal, ob er sich vor Drogen reinpfeift. Ist trotzdem Terror. Also wirklich, ne? Und dass ihr nichts wisst von Verbindung zum IS, spricht ja nur für eure Inkompetenz, dass ihr gar nichts wisst und nichts mitbekommt. Das heißt aber nicht, dass es ein Beweis ist, dass der kein islamisch motivierter Attentäter ist. Da platzt mir schon die Hutschnur, ne, wenn ich das hier sehe. Na gut. Also, wie immer das Übliche. Vertuschen, verschweigen, verheimlichen, die Bevölkerung verarschen und vor allen Dingen sie wegopfern. Und ich sag's nochmal. Unsere Leben, unsere Frauen, unsere Kinder und auch unsere Jungs werden für diese Multikulti-Ideologie geopfert. Das ist hier eine Religion und wir werden dem Opferschrein dargebracht und ausgeblutet und geschächtet. Das ist genau das, was hier passiert. Und alle spielen mit. Deshalb mal ein paar deutliche Worte, weil immer so nett und so, das bringt es einfach nicht. Man muss ja auch mal ein paar deutliche Worte sagen und einfach mal sagen, das ist Phase, rafft's endlich, ihr Schlafschafe. Verbreitet das Video, zeigt das den Leuten, sensibilisiert die dafür, damit hier nochmal irgendwas passiert. Weil inzwischen haben wir eine Taktzahl an islamisch motivierten Anschlägen, die gehen auf keine Kuhhaut mehr. Und ich frage mich, wer hat wann genau den Schalter umgelegt? Erinnert ihr euch noch, ich habe gesagt in einem der vorigen Videos, ist das jetzt der Auftakt zu einer Serie? Das habe ich vor einiger Zeit gesagt. Jetzt im Endeffekt muss ich sagen, ich habe wohl recht gehabt. Ich habe wohl scheinbar recht gehabt. Mir ist trotzdem gerade nicht richtig bewusst, was der entscheidende Auslöser und der Knackpunkt war. Gab es einen Aufruf, von dem ich nichts weiß? Oder irgendwie sowas in islamistischen Kreisen? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in den Kommentarbereich, teilt bitte das Video und lasst vor allen Dingen ein Abo da. Ich danke euch und auf bald.